Meine Beine nicht. Also sind rasiert? Die sind rasiert, ja. Die sind frisch rasiert. 1, 2, 1, 2. Test, test. My name is Ashraf Mahmoud. Ashraf Ashkraf. Weil mit SCH, ne? Wir sagen immer Ashkraf. My name is Ashkraf Mahmoud mit OUD. Wir sind heute in Dubai. Es ist Fastenzeit, Ramadan. Meine Brüder und ich, so an die 55 bis 60 Gäste eingeladen haben auf eine sehr, sehr krasse Veranstaltung, nämlich zum Fastenbrechen haben wir die alle eingeladen. Interessante Persönlichkeiten, viele Geschäftsleute, viele gute Freunde, Celebrities. Wird eine lustige Runde. Wir haben einen Ausländer hier in der Runde, einen Nicht-Deutschen, nämlich unser Bruder hier vorne. Say hi to the camera. Bro, say hi, hi. Hi. He's from France. Okay, wir werden ihn heute komplett auseinandernehmen, ich schwöre. Bro, I'll kill you today. Today you're gonna die. You're gonna become, I don't know, racist against German. You're gonna hate Germany. Bro, forever. German, they create the racist things. Don't say that. Please, don't say that. It's not true, man. Drei dicke Wassermelonen. Okay, die ist gut. Die ist ein bisschen. Die, ich sehe schon von Weitem, dass sie gut ist. Ah, die ist sehr gut. Nein, 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 so, du musst so, eine so. So. Und jetzt läufst du rum, machst du Angebot für dich. Angebot. Kaffee ist ausgeschüttet, ausgekippt. Voila, guck mal meine Klamotten. Ich habe mir extra so ein Unterhemd geholt in weiß, weil ich gleich meine Kandora anziehen will. Dreckig geworden. Und hier ist auch etwas dreckig geworden. Mein Boxershort. Nicht gut. Das ist zwar mariniert, das Fleisch, aber ich muss das nochmal so mischen, hat meine Mutter gesagt. Das geht los, diese Handschuhe hat meine Mutter mir mitgegeben. Aber ich glaube, das sind so kleine Größen, passen meiner Mutter eher als mir. Was nicht passt, das wird passend gemacht. Bisschen so, was sagst du dazu? Oh, kaputt. Wenn du eine Jeanshose anziehst, die dir voll eng ist, dann kannst du so gar nicht laufen. So fühle ich mich gerade. Okay, yalla, ready? Normalerweise muss man warten, bis das hier zur Asche wird, also komplett Asche. Aber weil dieser Vollhotz da das vergessen hat, spät angemacht hat, müssen wir jetzt improvisieren. Ich hoffe, das Essen wird auch vernünftig. Sonst tue ich den Grillen heute. Der hier mit der Mütze. Die haben alle Mützen an, ne? Ich weiß, dass es zu viel ist. Wir haben anfangs 10 Kilo gesagt, dann haben wir 15. Dann habe ich gesagt, weißt du was, mach 20 Kilo und noch 10 Hähnchen. Überhaupt, das wird nichts weggeschmissen. So. Wir haben das jetzt fertig gemacht. Hier unten haben wir den Reis, der ist mariniert. Was noch fehlt, ist der Salz. Den haben wir vergessen, macht er jetzt noch schnell rein. Ansonsten unten Lammfleisch, die ersten zwei Etagen. Hier ist auch noch ein bisschen Lammfleisch. Und dann haben wir hier hinten noch Chicken. Also Chicken, Lammfleisch. Das hat leider nicht gepasst hier unten. Alles mögliche, Möhren, Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, Kartoffeln. Hier geht runter, wird zugemacht. Nach 3 Stunden wieder aufgemacht. Überraschungseffekt. Ich hoffe, das geht gut. Bist du sehr dabei? Butterreich. Yeah. Hammer geil. The carrot is amazing. I love carrot. Huh? Butter, ja? Soll doch toll. Das ist einer der besten. So, dran? Schreib mal, aber hecker. Ist das normale Pilze oder? Schimmelpilze. Ey, die sind. Du hast gerade auch einen. Ja. Schmeckt krass. Mm. Schmeckt schon sehr gut. Top, ja. Lach, das kann nicht, weil es vollkommen her. Schmeckt doch echt, Walla. Ich habe keine Schimmelpilze, oder? Doch, nein, ich habe schmeckt wie Kinderbueno. Weißt du, was ich meine? Das fällt auseinander. Das, ja, das muss man dann auch probieren. Genau, so. Ja, richtig. Top.
vieles für Hochzeiten. Wenn man einfach so viel. Eigentlich sollte man aufhören zu essen, wenn die Kamera da ist. Harun, was sagst du? Ich hab gesehen. Hast du ihn unter Kontrolle? Klar. Willst du das schneller fahren? Ja. Aha. Wie man bremst? Stell heraus, wie man bremst. Oder du musst auch seine Haare ziehen. Ja, ja. Okay, just do it, ja? Wir haben heute mit 50 Gästen gerechnet. Es kamen 60. Sehr gelungener Abend, lustige Runde. Die Jungs so untereinander sind gut klargekommen. Anfangs habe ich gedacht, so okay, nur kleine Gruppierungen, jeder macht so sein Ding. Aber später ist es sehr warm geworden. Die Jungs haben sich alle unterhalten, connected. Viele Leute, die relativ neu hier in Dubai sind, neue Kontakte geknüpft. Und es waren viele bekannte Persönlichkeiten, ein paar Celebrities, ein paar YouTuber, ein paar Rapper, Fußballspieler und alles, was dazugehört. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt. Aber Angst, dass es schief läuft, aber Gott sei Dank war wirklich sehr, sehr gut organisiert und gut geplant.